Sie haben ihr Ziel erreicht. Ich komme noch immer ans Ziel, Baby. So ans Werk. Mal schauen, was heute auf mich wartet. Na, was haben wir denn da? Da wollte sich anscheinend jemand nicht auf sein Navi verlassen und hat einen Routenplaner im Internet gesucht. Wieso hat mir seine E-Mail weitergeleitet? Der Routenplaner hat ihn nicht ans Ziel, sondern hinters Licht geführt. Ich will ihn mal besuchen, ohne Routenplaner. Ich habe mein Navi. Damit weiß ich immer, wo es lang geht. Die Route wird berechnet. An der nächsten Kreuzung rechts und dann links halten. So sicher geleitet erreiche ich meinen Klienten Hans-Bernhard Clemens. Er zeigt mir die Website direkt-routenplaner.de. Wer hier seinen Weg finden will, muss zuvor seine Adressdaten eingeben. An diese Adresse wird dann die Rechnung geschickt. Denn sobald man den Button Route planen klickt, hat man ein Abo am Hals. Für 59,95 Euro. Das sieht man natürlich erst, wenn man nach unten scrollt. Jetzt bekommt Herr Clemens Rechnungen und Mahnungen, und zwar von der GoWeb Limited. Ich fühle mich eingeschüchtert, weil durch diese Inkassofirmen und weiteren Kosten, die dann auf mich zurollen würden, dass ich das nicht wollte, dass mir außerdem eine Schufa-Eintragung natürlich nicht recht ist. Ich will herausfinden, was es mit dieser Firma auf sich hat. Auf geht's. Abbiegung links vor Ihnen. Hey, wieso links? Hier geht's nur nach rechts. Die Dame im Navi braucht doch eine Brille. Naja, irgendwie komme ich schon nach Hause. Aufschlussreiche Details zur GoWeb Limited finde ich auf der Website abzocknews.de. Sieh da, es handelt sich um die Nachfolgefirma der Online-Content und der Net-Content. Die hatte ich doch beide schon mal am Wickel, auch wegen der Abo-Falle. Na, da frage ich doch mal bei der Staatsanwaltschaft nach. Doris Müller-Scholl zeigt mir im Archiv die Akten und Anzeigen in dieser Sache. Wow, 7 Meter Regalwände zur GoWeb Limited und den Vorgängerfirmen. Nicht ohne Grund gab es vergangenes Jahr umfangreiche Hausdurchsuchungen. Dabei hat die Staatsanwaltschaft den Hintermann im Visier. Die betreffende Person war bei NetContent noch selbst als Geschäftsführer aufgetreten. Bei OnlineContent wurde sie an einer Stelle als Prokurist bezeichnet. Deshalb ist sie auch in beiden Fällen zusammen mit der Geschäftsführerin angeklagt. Die betreffende Person ist seit Jahren dick im Geschäft. Es handelt sich um Michael B., einer der führenden Internetabzocker in Deutschland. Ich will ihn mal besuchen. Weil die Firma des Öfteren ihren Sitz wechselt, muss ich eine Menge Adressen abfahren. In 300 Metern bitte wenden, dann links halten. Bleiben Sie links. Bei nächster Gelegenheit bitte wenden. Jetzt rechts abbiegen. Ja, was denn nun? Das Ding macht mich noch wahnsinnig. An der nächsten Kreuzung rechts und dann bitte wenden. Puh, endlich geschafft. Bei der offiziellen Firmenadresse finde ich nur einen Briefkasten. Das ist alles. Bei der älteren Firmenadresse finde ich nicht einmal das. Der Vogel ist ausgeflogen. Aber in Rottgau, in der Borsigstraße 35, werde ich fündig. Hier hat sich Michael B. verschanzt. Seine Arbeit hat ihm nicht nur Freunde eingebracht. Ungebetene Besucher will man gerne fernhalten. Die Luxuskarosse vor der Tür lässt darauf schließen, dass der Herr zu Hause ist. Also klingle ich mal. Aber man will meine Fragen nicht hören. Die Route wird So, und ich will von dir nichts mehr hören. Das mache ich lieber selbst. Na bitte, so komme ich auch ans Ziel, nämlich zur Verbraucherzentrale. Julia Rehberg hat einen einfachen Rat, wie der Verbraucher auf Mahnungen und Drohungen der Abo-Fallenmacher reagieren soll. Ja, er soll nicht zahlen und stur bleiben. Er soll auch nicht auf Inkassoschreiben reagieren, gar keinesfalls dann zahlen. Nur wenn ein gerichtlicher Mahnbescheid kommen sollte, muss man natürlich tätig werden. Das wird aber sicherlich gar nicht passieren, denn die Firmen wollen ja gar kein Urteil erwirken. Sie würden da vielleicht unterliegen vor Gericht. Das möchte man gar nicht. Man möchte die Leute einschüchtern mit Inkassoschreiben. Stur bleiben und nicht zahlen, lautet also die Devise. Das erzähle ich jetzt den Jungs von Biso. Verdammt, ich habe mich schon wieder verfahren. Auf das Navi pfeife ich. Ich finde schon jemand, der mir hilft. Entschuldigung. Wo geht's denn hier zum ZDF? In 300 Metern bitte wenden. Gang links halten.